Francisco. Bitte? Hallo. Spreche ich mit Valerie Gobatitko? Aha. Wer ist da? Anja Hackengas ist da von Oil Profit. Das war das Anja Hackengas? Bitte? Nimm mal das. Nimm mal, hey, hallo, mach mal den Lautsprecher aus. Hallo. Hier ist kein Lautsprecher, Herr Gobatitko. Womit telefonierst du? Mit einer Schulbrotdose von Kindergarten oder was? Nein, das ist kein Kindergarten. Das ist ein Kundenservice und die Kollegen telefonieren gleichzeitig mit mir. Ja, aber, genau deshalb ist ach, das ist Konferenzschaltung. Ja, warte, dann hole ich auch noch ein paar Kollegen. Hassan! Ah! Was denn? Komm mal her, hier ist Konferenzschaltung. Das ist wie beim OKD damals. Komm mal auch mit rein. Hallo. Salam alaikum. Hassan hier. Hallo? Ich würde gerne mit Valerie Gobatitko sprechen. Hallo, meine Name ist Rakesh von Indische Botschaft. Hallo? Können Sie bitte... Herr Gobatitko. Das ist meine Kollege am Telefon. Ja, darf ich bitte mit Ihnen sprechen? Ja, mein Name ist Hassan El Bumbamzi und das ist meine Kollege neben mir. Er hat mir Telefon gegeben. Er meinte, wir machen Konferenzschaltung. Nein, das ist keine Konferenzschaltung. Ich meine, er habe mir Versprechen machen. Er habe gesagt, Konferenzschaltung. Alles zusammen machen, Trading. Nicht zusammen machen, Trading. Wenn Sie traden wollen, sollen Sie das Konto aktivieren. Aber wir haben zusammen aktivieren machen. Warum? Warum? Wir haben zusammen aktivieren. Also, Sie wollen zusammen. Ja, wir wollen zusammen machen. Wir haben zusammen. Warum verstehst du das nicht? Okay, also zusammen mit Ihrem Freund wollen Sie das Konto aktivieren und traden. Ja, das ist meine Kumpel. Meine Kumpel haben Anmeldung gemacht. Ich gebe dir meine Kumpel. Okay. Hallo? Hallo? Ja, wir möchten gerne alle Geld verdienen. Hier sind 17 Männer und eine Frau. 17 Männer und eine Frau? Ja. Und Sie wollen alle 18 Menschen ein Konto haben, zusammen? Nee, wir wollen ja alle Geld verdienen. Ist halt die Frage, wie geht das am besten? Mit welcher Summe möchten Sie Trade anfangen? Meerschweinchen. Bitte? Mach mal die Musik aus, dann verstehst du mich auch. Hallo! Der hat aufgelegt. Anruf, ich nehme an. Das ist ja unglaublich heute. Hallo, wer ist da? Einen schönen guten Tag. Spreche ich gerade mit Druis? Hallo. Hallo? Hey, Kollege. Lustian, hallo, hören Sie mich? Ja, klar. Verbindungsprobleme schon wieder, tut mir sehr leid. Jetzt ist aber besser, oder? Alle gut, wer ist da? Alles klar, am Apparat ist der Christian Ebert und ich rufe Sie von der Finanzmarkt an. Sie haben sich angemeldet bei... Christian! Quantum. Kagwasavut blärt. Nochmal. Kagwasavut blärt. Also, Sie sprechen Russisch, das freut mich sehr. Nee, ich dachte, du bist auch Russe, weil du nennst dich ja Christian Ebert, hast aber im ersten Satz schon 20 Grammatikfehler. Ich dachte, du bist auch Russe. Nein, gestern hätten wir nur noch eine kleine Party, deswegen meine Stimme ist quasi... Achso, wer saufen kann, der kann auch arbeiten. Das ist eine gute Einstellung. Selbstverständlich, so muss das sein. Und arbeiten heißt die Leute schließen, wie gesagt, also die aktive Handelskontos zu haben. Und, Content heißt das Wort. Sie haben sich in der Finanzmarkt angemeldet, na ja. Alter, Kollege, du bist doch noch voll besoffen, Alter. Geh dich hinlegen, was ist los mit dir? Du kannst nicht besoffen Leute beraten, das macht man nicht. Ich bin doch gar nicht besoffen. Du hast doch gerade gesagt, deine ganzen Grammatik- und Denkfehler kommen vom Saufen.
Nein, gestern hätten wir eine kleine Party, deswegen. Ja, das hast du schon gesagt. Heute ist es so, ja, hab ich schon gesagt. Oh, vielleicht solltest du denn die Musik also ausmachen, das ist nicht so gut für den Kater, Schädel. Möchten Sie jetzt anfangen? Erstmal musst du mich beraten, hast doch gerade gesagt, du bist Kundenberater, dann berate mich mal, ich weiß das doch jetzt noch nicht. Ach nee, ich will nicht, ich ruf dich ganz einfach in eine halbe Stunde, ja, ich gehe kurz kotzen. Was bist du für ein Pideras, Alter? Hallo? Das ist echt zum Kotzen mit dir. Du warnst dir. Halt mal fest, Mann. Kein Bock mit dir. Ja. Scheiß kriminelles Schwein, du Dummes. Das ist voll haram, was du da machst. Weißt du schon, ne? Hehe. Freust du dich? Ja, dass deine Seele in die Hölle kommt, darüber freue ich mich. Ich werde auf gar keinen Fall gar nicht mich nerven. Das Einzige, was ich machen würde, wenn ich ein kleines bisschen Langeweile mit dir haben würde, werde auflegen und weiterarbeiten. Jetzt das ist keine Arbeit, was du da machst. Warum machst du diese Arbeit, du Betrüger? Weil ich Geld brauche. Ja, dann geh Klo putzen. Für was brauchst du? Für was brauchst du Geld? Also ich rauche Weed. Und das ist auch haram. Also für deine Drogen machst du diesen Job? Ja, nur wegen der Droge. Für Drogen zerstörst du Menschen das Leben? Scheiß auf Menschen, Hauptsache Drogen. Ah. Richtig asozial, ey. Alter, das ist unglaublich. Du hast auch einen Vater, du hast eine Mutter, du hast auch irgendwann Kinder bestimmt. Warum machst du da sowas? Schämen solltest du dich. Du bist kein Mensch. Sprichst du Arabisch, Bruder? Nee, auch nicht. Auch nicht? Was kannst du überhaupt? Ey, warte mal, wenn ihr Hampelmänner hier seid, dass wir haben jetzt also Traffic, warte mal, wir bekommen doch jetzt Kunden. Das ihr Einzige, was ihr bekommt, ihr werdet an den Haaren gepackt. Wir haben es endlich. Schrei nicht rum, Fotze, red doch langsamer, damit ich es auch verstehen kann. Wir kriegen euch alle. Al-Dawla Islamia kommt euch alle holen, ihr Schweinehunde. Der islamische Staat will deinen Kopf. Link. Verstehst du das? Das Einzige, was du machst, ist also anrufen und das Maximum in YouTube, also keine Ahnung, oder im Twitch. Ja, sag mir deine Adresse. Deine Mini-Adresse, пожалуйста, сука, бля. Was würdest du denn machen? Hier hinkommen? Ja klar, Alter, ich zieh dich an den Haaren über den Marktplatz. Genauso würdest du zurückgehen. Genau. Ja, dann kommt, los, dabei. Feigling, was sag denn? Los. Feigling, Adresse, los. Ich komm dahin. Du hast doch Zeit, Mann, du kannst doch reden. Dieser Anruf, wir bezahlen auch dafür, damit wir also so eine lange Besprechung mit solchen Hunden haben können. Ne? Das Tolle was ist, die... Was macht ihr denn beruflich? Beruflich verarschen wir Betrüger. Echt? Aha. Ist das dein Beruf? Ja, klar. Kannst du auch mitmachen? Du kannst nicht mal deine Schuhe ohne Hilfe binden. So Leute können wir nicht gebrauchen. Wie war nochmal sein Name? Marc Ebert oder sowas. Guck mal, Marc Ebert. Ich werde mich jetzt registrieren und einer wird anrufen, der sich als Marc Ebert... Warte mal, ich hol dir jetzt eine Straße, wo du hingehen kannst. Ja. Provision machst du? Wie viel Provision machst du? So dumm wie der ist, macht er gar keine Provision. Der putzt die Toilette und darf ans Telefon gehen, wenn alle anderen dran sind. Der verdient bestimmt kein Geld, ne? Der ist so schlechter Betrüger, Alter. Richtig schlechter Betrüger. Auch noch besoffen und bekifft. Ah, Mann, ey. Jetzt muss man sich gerade schnell eine Fake-Adresse überlegen. Ey, wie heißt denn diese Straße? Guck mal, Junge, gleich kriege ich einen Anruf von deinem Kollegen, der sagen wird, spreche ich mit Marc Weber oder Eber. Das ist voll die türkische Musik bei denen.
Quick Trip, Western Union, was sonst? Old Anson RD. Das ist ja cool. Was zum aber Teufel? Texas, ja, ich hol dir. Texas. Ich hol dir eine andere Adresse. Wäre schön, wenn wir in Texas wären, dann könnte ich dich legal abknallen. Zum Glück sind wir nicht in Amerika. Ja, da würden die dich sowas von fertig machen im Knast, Alter. Misshandeln würden die wohl. Auf jeden Fall besser, als die Leute anzurufen und beleidigen. Ja, und du beleidigst die Leute, du. Ja, du Klaus, Alter. Anruf, guck, ja. für dich, mein Kollege. Hol den mit rein. Der Kollege ruft mich an. Guck. Wie lange soll ich noch warten? Hallo, guten Tag. Hallo? Ja? Was möchten Sie denn? Sprech ich mit Herr Abbott? Ja. Okay, mein Name ist Johanna Kurz und ich rufe Sie bezüglich Ihrer Anmeldung. Die ist ja noch dümmer als der Kerl, den wir jetzt am Telefon haben. Wie bitte? Ich habe gesagt, du bist noch dämlicher als der Kollege, mit dem wir gerade schon sprechen. Vielleicht solltet ihr mal ausgehen zusammen. Hallo? 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 Wer ist denn da? Hallo, hören Sie mich? Ich kann Sie hören. Hallo? Ja? Das ist ein Arbeitskollege. Achso, ja. Legen Sie auf, da sind die Rekorde schon wieder. Wer ist das? Hier ist Natascha Weber, ich rufe Sie an von der internationalen Finanzabteilung. Sie hatten sich registriert bei uns. Hallo? Kann ich mit Herrn Marken Weber reden? Bitte? Seid ihr doof, Jungs, oder was? Wie viele Hallo, wie viele Leute sind denn hier in der Leitung? Hallo? Hallo, kann ich mit dem Marc Weber reden? Sie hatten sich bei uns angemeldet wegen dem Online-Investment. Hier ist Ihr Kundenberater, Bitcoin, Öl, die haben sich bei uns angemeldet. Sie sind nicht seriös, ich beende jetzt das Gespräch. die war ja auch gemacht. War das gerade... 1000 Euro Paket. Wieso seid ihr keine Schauspieler oder so Tatsächliches? Die Alte in der Leitung, die war ja gerade fast noch schlimmer als der. Sie ist immer noch in der Leitung. Ja. Ich bin gerade da, Bitches, ja. Was geht? Ich bin mal. Und deine Kollegin ist auch am Leitung, deine Kollegin. Echt? Dann sie ja. Hört das bestimmt. Oder die haben bestimmt aufgelegt. Die sind nicht so doof wie ich. Nein, die hat nicht aufgelegt. Bei mir wird angezeigt, dass sie da ist. Sag mal Hallo zu ihr. Hallo? Auf jeden Fall, die denkt... Das war cool auf jeden Fall. Weißt du, was noch gut ist? Hallo. Dass alle, ehrlich, alle, die bei uns jetzt daneben sind, die haben Kunden auf der Leitung, ne? Und die werden es bestimmt schließen. Und wir kriegen euch alle, jeden einzelnen genauso, von euch. Genauso wie sinnlos ihr Leben ist, genauso dieser Prozess. Ne? Also es macht keinen Sinn, die Leute anzurufen, Hampelmänner. Du bist der Hampelmann, geh die richtige Arbeit suchen. Jeden Tag, wir werden euch anrufen, jeden Tag. Jeden Tag könnt ihr nicht. Wir sind schlauer als ihr alle zusammen mit eurer Familie und so. Deswegen ruft ihr mich seit Freitag jeden Tag an, ne? Warte mal, wer bist du nochmal? Du, der Türke da, nicht der andere, der Bastard. Wer bist du? Nein, Türke, reicht doch. Türke bist du. Und was für eine Stadtgehörigkeit hast du? Das erklärt sich doch damit, wenn der Türke ist, ist der Türke, du Trottel. Dann verpiss dich doch ab nach Türkei, steh in der Ankara, in der Mitte, frag jemand, wie du, keine Ahnung, mit Deutschkenntnisse Geld verdienen kannst. Nein! Und dann würdest du direkt zu uns kommen. Ich bin gestern zurückgekommen. Selber zurückgekommen. Ja, gestern. Ab zurück nach Deutschland. Ach so, also du warst in Türkei. Hast du diese Büros gefunden? Nach Deutschland. Ach so, das ist ja cool.
Das ist deine Strategie beim Leben. Ne? Ich habe eine andere und ich rufe dich nicht an und sage das also wegen der blöden Weise. Wir können ja darüber diskutieren, aber du wirst das nicht merken. Ne? Du bist ja doof. Das warum ist das Problem. Warum? Warum beklaust du Leute? Weil ich Geld brauche, Digga. Wofür brauchst du Geld? Für dein Weed oder was? Ja, auch für Lebensmittel. Ich habe genauso Hunger wie du. Ne? Und von welchem Land kommst du? Das werde ich nicht natürlich deine nicht sagen. Nationalität. Ich werde es nicht sagen. Deine Nationalität. Und du weißt das. Guck mal, das bedeutet, dass du also dreimal die gleiche Frage gestellt hast und das denkst, dass zweimal. Ich dir sagen du bist so will. Dumm. Du bist so dumm. Nee, du bist. Okay, ich bin dumm. Und sonst irgendwelche Fragen. Ich weiß. Du hast jetzt gerade mir nur noch auf die Linie. Ich habe Kopfschmerzen. Ich habe keinen Kopf mit den Leuten zu labern. Deswegen rede ich mit dir, weißt du? Ich habe mich wieder angemeldet. Die rufen mich gleich an. Das ist das Einzige, was du machen kannst. Weil dagegen vor jemand stehen und sagen, dass er Scammer, Betrüger und so weiter und so fort, kannst du nicht machen. Weil sonst kriegst du eine Schlägerei in den Arsch. In eine Flasche, weißt du? Und dann willst du gar nicht mehr weitermachen. Sei leise. Oder du kannst ja reden, nur noch mit dem Telefon. Weißt du was? So sein ist noch schlimmer. Halt mal Fresse. Nein. So sein, so wie jetzt du bist, ist noch schlimmer als Scammer zu sein. Ne? Weißt du, neulich der Enkeltrickbetrüger so. Am Berliner Bahnhof, ja, den haben wir so kaputt getreten. In dieser Sekunde, wenn ich im Büro bin. Büro! Irgendein Schweinestall! Ich arbeite. Du arbeitest Geld. Nicht. In dieser Sekunde, wenn ich mit dir telefoniere, was kriegst du denn? Auch Geld. Auch Geld. Wie viel? 20 Dollar von YouTube. Nee, also die Telefonnummer, die ihr anruft. Die Telefonnummer, die ihr anruft, kostet 2,90 Dollar die Minute. Dann die Klicks von YouTube, die Werbung von YouTube und der Support von der Gestapo, wenn die euch abholen kommt. Hey, wir haben auf jeden Fall eine Parkette, ne? Und mit diesen Parketten, wir reden alle. Wir können ja gleichzeitig nutzen diese Handynummer, weil wir rufen. Ja, hol mal rein. Das ist vielleicht noch dümmer als der Typ jetzt. Hallo? Komm, ruf, ich verkack alles, komm. Du hast dein ganzes Leben schon verkackt. Hallo? 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 Ja, halt mal deine Fresse, lass mich doch mit dem reden. Hallo? Ja, ich wollte mal sehr gerne eine 250 investieren. Hallo? Der hat aufgelegt. Ja, normal, die haben aufgelegt. Was ist das für eine Nummer? Das war deine 2, Firma. 6, deine 3, Firma, 0, deine 0. Kollege hat angerufen. Meine Kollegen sind neben mir und die haben ja gerade also nochmal ein 500 gezogen. Also für ein 500, boah, Money Streams. Unnormal. Meld mich mal weiter, dann rufen die gleich an. Dann kannst du die ja mal verarschen. Nein, ruf. Nein, ich will nicht auflegen. Dann kannst du die verarschen, ja? Kannst du deine eigenen Kollegen verarschen. Anruf. Okay, gut. Rufst du oder nicht? Hallo? Ja, warte doch. Ja? Hallo? Hallo? Halt auf. Hallo? Normal, ja, genau. Du redest immer dazwischen, deswegen du musst, wenn ich sage, dann bin ich still. Dann musst du warten, bis die redet. Oder du sagst einfach okay. Nur Hallo. Okay, verstanden. Okay, hast du verstanden, du Opfer? Also, was ist jetzt mit dem Anruf? Ja, warte. Ich habe mich registriert. Die rufen gleich an. Komm. Aber verarsch deine Kollegen so richtig, okay? Okay, werden wir machen. Muruk, sagt er, ich fick deinen Kopf. Du hast schon in 16 Minuten. Ja, keiner ruft, ja. Die haben doch gemerkt. Ja, dann doch, die haben angerufen. Sag doch Bescheid, dass du diesen Anruf kriegst, ganz einfach. Sag ich doch, du musst nur zuhören, du Idiot.
Wie viel verdient ihr eigentlich? Oder macht ihr eine Ausbildung oder ein Studium? Was macht ihr im Leben? Was ist eure Ziel? Leute wie dich umbringen. Verstehst du das? Ja. Aber du bist ja zu feige, Alter. Ja, ruf doch jemand an, ich will mit dem reden. Mit ja, den Mädeln, ja? Mit was? Geduld. Mädels. Mit Mädels? Ich hätte jetzt gedacht, du stehst auf Männer. Bist doch, du ein... Ruf doch an, wieso labert hier so viel? Anruf, Anruf. Ey, ich hol jetzt rein, sei ruhig. Sag Hallo nur. Ja. Hallo? 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 Hallo, Sir? Hallo, meine Herr, sind Sie bei... Da redet keiner, ja. Sind Sie bei der Leitung? Was seid ihr für... Hallo, sind Sie auf die Leitung, meine Herr? Hallo? Motherfucker? Ach komm schon, Mann. Die haben aufgelegt bestimmt schon wieder. Ruf nochmal oder registrier dich erneut. Komm. Jetzt tu mal nicht so, als ob du was Wichtigeres zu tun hättest. Boah, gar nicht. Gar nicht. Ich gehe eine rauchen jetzt in ein paar Minuten, aber ich werde auf die Linie bleiben. Ja, ich lasse die Kopfhörer ganz einfach hier. Ich könnte jedes Mal so eintreten, wenn einer von denen sagt, ich bleibe auf die Linie. Also eine registriert sich und die zweite labert ganze Zeit. Oder was macht ihr? Das ist so Gangbang-Style. Wie? Also Gangbang-Style? Bang hier in Amber da? Ja, klar. Das ist gut auf jeden Fall. No homo. Ich freue mich, ich habe gar nicht dagegen, weißt du? No homo. Ist so, nur ein bisschen Spaß. Das mache ich jetzt gerade, Digga. Also persönlich. Also, wie ist dein Name? Du hast doch diese YouTube-Channel, oder? Mein Name ist Dimitri. Dimitri? Und wie heißt der Muruk da? Das ist Hassan. Ali. Was? Hassan. Wie ist der Name von dieser Hassan! Soll ich sie buchstabieren? Hassan. Oh, nein, nein, gut. Hassan. Hassan und Dimitri zusammen versuchen jetzt keine Ahnung was zu machen. Genau das. Und die haben mir dabei. Kriegen wir jetzt einen Anruf oder sowas? Jetzt geduld dich doch mal. Noch ein paar Minuten werde ich mit euch chillen. Danach gehe ich eine rauchen. Dann habe ich eine Mittagspause. Und danach verbinden wir dich mal mit der Moschee, dass du mal wieder zum richtigen Glauben findest. Verstehst du das? Nein, wir warten eigentlich auf Para. Das kommt Para, irgendwie nicht. Du wirst paralysiert, aber wenn wir mit dir fertig sind. Ja. Ich check das nicht. Wie lange dauert eigentlich, wenn wir ihr also ja, da eintippt? Ich meine, das geht alles vollautomatisch. Wir rufen die Leute sofort. Also die Kunden sagen eigentlich, ja, ich habe mich in 20 Minuten vor zum Beispiel angemeldet oder sowas. Ja, aber so du musst mal Geduld haben. Die an, aber da keiner ruft an, weil die merken, dass ihr Hampelmänner mit der gleichen Handynummer es macht. Das ist immer, wir haben 25 Nummern. Scheiß auf diese Nummern, da kann man es alles merken. Wir haben so eine eine Liste hier. Ach was! Hier steht auch diese Nummer. Nein, sag ich ehrlich. Also versuch doch diese großbritannische Handynummer. Von euch kann keiner einziger schreiben oder rechnen. Du versuch mal bitte, Dinge, wie heißt das? Also diese großbritannische Handynummer. Die Zeit ist abgelaufen, aber da kann man auch also anrufen und spricht, mit der PC, WhatsApp oder sowas öffnen. Versuch doch mit diese britannischen Nummern, oder du musst unbedingt eine deutsche haben. Seid ihr in Deutschland? Oder wo seid ihr? Ich bin in Moskau, Blatt. Nein, der Muruk hat schon gesagt, dass er ist in Deutschland. Ja, aber ich bin in der Moskau, du Schlampe. Will, also, Boys, hola. Hola. Hola, como estás? Ja, Wiz Khalifa, Digga.
Allah! Oh, warte, hier kommt noch mal einer. Hallo? Ja, wie lange soll man noch warten? Hallo? William Boy. Hola. Hola. William Boy. Hola. We make the noise. Hola. Was ich rappe sogar. Das hört sich voll wie so ein Schwulenlied an. Weed and Boys. Weed und Jungs. Stehst du auf Kinder oder was? Auf was warten Sie denn? Hallo? 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 Hallo, Devoska. Hallo. Hallo. Hallo, hören Sie mich? Hallo, ja, ich höre Sie. Gut. Sie haben aber angerufen, bitte. Ich höre, dass Sie reden schon. Sie haben schon jemanden zu reden da, oder? Ja, natürlich, da sind die Scammers. Leg doch auf und halt deine Fresse. Wieso soll ich auflegen? Leg doch auf, da sind doch Scammers, oder willst du mit uns zusammen hier chillen? Leg doch auf, geh, ruf weiter an. Wieso? Boah, du bist doof, Mann. Boah, die sind ehrlich doof, weißt du? Legen Sie, lieber Frau, bitte auf, Sie sind unter Recording. Na, morgen werden Sie Ihre Stimme in YouTube hören. Das brauchen Sie doch nicht, oder? Guck mal, sie sitzt jetzt vor dem Übersetzer und versucht jetzt zu übersetzen. Hallo? Ja, schönen guten Tag. Ich wollte mit dieser Frau reden. Der Herr ist der Kontoberater von einem Bitcoin. Der sagt zu mir, ich soll Geld einzahlen, 250 Euro. Aber ich habe Angst, dass das ein Scammer ist. Ist das ein Betrüger? Hallo, liebe die Frau. Die verstehen jetzt gar nicht, was da passiert, ne? Da hört keine Frau, da ist schon der, keine Ahnung, der Chef oder jemand anders. Ach so. Ja, genau. Genau so. Können Sie mir helfen? Dieser Mann sagt zu mir, ich soll 250 Euro einzahlen. Nein, ich sag dir, dass ich dein Vater bin. Sag sowas nicht, bitte. Warum laberst du? Warum beleidigen Sie mich? Ich hab doch gar nicht gesagt, das ist doch keine Beleidigung. Ich bin ein guter Vater doch. Du bist nicht mein Papa. Doch, Baby, bin ich. Baby, sagt er, was dein Heimat. Doch, klar. Du warst in meinem... Aber wie alt bist du eigentlich, Murk? Hallo? 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 Na, ich bin weg. Ich bin weg, Jungs. Ja, ich gehe eine rauchen. Bis nein, Spaß. Bleib! Ach, jetzt ist er weg. 28 Minuten.